Moin und hallo, liebe YouTube-Freunde. Wenn man danach geht, früher eine Flasche Sonnenblumenöl, wenn es hochkam, 99 Cent. Das heißt, zwei Stück, früher aufgerundet 2 Euro. Mittlerweile ist der Preis da schon so, dass man sagen kann, zwei Flaschen aufgerundet 4 Euro für Sonnenblumenöl oder für Rapsöl. Das neue Gold in Deutschland, kann man euch auch so sagen, weil diese Produkte sind im Moment ja ziemlich knapp. Aber wir haben uns wieder was besorgt. Ganz einfach für unser neues Format auf YouTube. Ab Freitag geht's los, also quasi schon ab morgen. 20.15 Uhr heißt es bei uns auf YouTube ab sofort Fresh kochen. Wir kochen da Rezepte nach von HelloFresh. Das ist eine Lieferfirma, die liefert euch Lebensmittel nach Hause, womit ihr euch frische Rezepte nachkochen könnt. Und wir machen das Ganze für euch. Wir brutzeln für euch live vor der Kamera die Rezepte von HelloFresh nach mit den Originalzutaten von HelloFresh natürlich. Das Ganze wie immer. Ist kein Werbevideo, weil wir bekommen die Produkte weder gestellt, noch bekommen wir das irgendwie bezahlt von der Firma. Also quasi das ist alles in eigener Organisation. Wir wollten das mal testen und bis jetzt sind wir zufrieden. Kostet ein wenig Geld, der ganze Spaß. Aber ja, ihr werdet in den nächsten Wochen ja sehen, was die Vor- und Nachteile von dieser Fresh-Box sind. Wir werden es mit Fresh kochen und vielleicht sogar Fresh live kochen demnächst einmal. In der ersten Folge morgen gibt es unter anderem meine Kinder zu sehen. Deswegen dauert das Video morgen ein bisschen länger. Und wundert euch, die Videos werden von Woche zu Woche immer ein wenig besser. Ja, also wir versuchen das immer so gut wie möglich hinzukriegen mit den Videos. Bitte bedenkt, wir haben keine Showküche, keine Kochküche. Wir haben deswegen auch nur eine Kamera zu stehen. Die haben wir relativ zentral gelagert und so weiter. Also die Videos werden Stück für Stück, hoffe ich zumindest, besser für euch. Zumindest geht's los ab morgen, ich wollte sagen ab heute, 2015, Fresh kochen auf YouTube, abonnieren, teilen. Und ihr seht sogar, wenn wir schon das Thema Öl haben, wie ihr mit dem Öl sparsam umgeht. Weil ich benutze ja viele Leute meistens viel zu viel von dem Öl. Bei Fresh kochen lernt ihr, dass es von der Art her für die meisten Gerichte ausreicht, 2 Esslöffel zu nehmen für ein Menü für 4 Personen. Ja, also seid gespannt. Ab morgen ist los, 2015, hier auf YouTube. Und natürlich kommen noch weitere Folgen auf YouTube. Erstmal kommen Fresh kochen und wir werden natürlich nebenbei noch andere Videos für euch produzieren. Also, seid gespannt, morgen 2015 erwähnt, Fresh kochen auf YouTube. Wir kochen Gerichte von HelloFresh nach. Und ja, wer sonst noch weitere Informationen haben möchte, auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Marco Lorenz _YouTube steht da unten in der Beschreibung drin. Also, abonnieren, teilen. Bis morgen zu Fresh kochen auf YouTube.